Ja. Guten Morgen, machst du das Licht aus? Ja? Guten Morgen, schön, dass Sie da sind. Unser Thema ist heute per Anhalter durch das elektrische Universum. Energie von übermorgen. Und übermorgen, das ist ja schon bald. Ehe viele Generationen vergehen, werden unsere Maschinen durch eine Kraft angetrieben werden, die an jedem Punkt des Universums verfügbar ist. Es ist nur eine Frage der Zeit, dass die Menschheit ihre Energietechnik erfolgreich an das eigentliche Räderwerk der Natur angeschlossen haben wird. Sagt Nikola Tesla vor mehr als 100 Jahren. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, was ist das für ein Spinner, was redet der denn da? Oder man könnte auch fragen, woher wusste der das? Was für eine Art von Energie wollen wir eigentlich? Oder was will ich für eine Energie? Also ich will erstmal nichts verbrennen. Verbrennen ist Technologie von gestern. Ich will keinen Müll produzieren, so Atommüll oder so. Ich will eigentlich überhaupt gar keine Ressourcen verbrauchen für die Energiegewinnung. Und so eine saubere Energie, der beste Kandidat dafür ist die elektrische Energie. Hier links, das ist der Hellesche Komet übrigens. Was will ich noch? Ich will keine Knappheit. Warum? Wirtschaften heißt Knappheitsminderung. Und die Energiewirtschaft ist eigentlich dazu da, die Energieknappheit zu mindern. Und wenn sie das nicht tut, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Ja, wie wollen wir es machen? Wie Tesla gesagt hat, das elektrische Räderwerk der Natur verstehen und dann einklinken in die kosmischen Energiekreisläufe. Und die Vorboten sind natürlich Solar- und Windenergie. Und ich lade Sie ein zu einer Reise durch das elektrische Universum. Und wir werden per Anhalter mitfahren bei diesen vier Pionieren des elektrischen Universums. Das sind Nikola Tesla, Immanuel Wilikowski, James McKenney und Konstantin Meil. Und wir werden mal schauen, was die gedacht haben, was sie gemacht haben. Und was wir uns dabei einhandeln, ist halt ein komplett neues Weltbild. Aber das neue Weltbild hat auch den Vorteil, ich komme dann auch auf neue Ideen. Und ich komme auch auf neue Ideen, was die Energie angeht. Ich möchte Sie einstimmen mit einigen Zitaten. Hier Albert Einstein, erst die Theorie entscheidet darüber, was man beobachten kann. Das ist das Credo der theoretischen Physik. Oder hier Kant, eine gute Theorie ist das Praktischste, was es gibt. Sie sehen, das ist das Glaubensbekenntnis der theoretischen Physik. Dass ich mit der Theorie was anfangen kann. Man muss regelmäßig die endgültig festgelegten Prinzipien einer tiefen Überprüfung unterwerfen. Louis de Broglie auch, Nobelpreisträger, Materie, Wellen, Stichwort. Lichtenberg kennen Sie, was jeder für ausgemacht hält, verdient oft am meisten. Oder hier Russell. Auch wenn alle einer Meinung sind, können alle Unrecht haben. Immer wenn man die Meinung der Mehrheit teilt, ist es Zeit, sich zu besinnen, sagt Mark Twain, der übrigens ein Freund von Nikola Tesla war. Oder hier Goethe, ursprünglich eigenen Sinn, lass dir nicht rauben. Woran die Menge glaubt, ist leicht zu glauben. Oder hier, Sie belieben zu scherzen, Mr. Feynman, kennen Sie vielleicht. Richard Feynman ist der coolste unter den Physikern. Also wenn Physiker überhaupt cool sein können, dann Richard Feynman. Wissenschaft ist die Kultur des Zweifels. Oder hier, Bertolt Brecht, Leben des Galilei. Das Alte sagt, so wie ich bin, bin ich seit je. Das Neue sagt, bist du nicht gut, dann geh. Professor Bessenroth ist mein Lieblingsprof gewesen. Bei dem habe ich Diplomarbeit gemacht und der hat gesagt, Originalarbeiten müssen wie Erze aufgeschlossen werden, um Nutzen zu bringen. Und das möchte ich für Sie tun, die Originalarbeiten aufbereiten, Ihnen die Grundideen nahebringen. Und ich tue mein Bestes, alles so einfach wie möglich zu machen, aber nicht einfacher.
Ich mute Ihnen einiges zu. Das ist eigentlich eine einzige Zumutung. Und ich möchte Sie dafür besänftigen, indem ich Ihnen ein paar schöne Bilder zeige. Ich möchte Ihnen kurz erklären, wie solche Bilder zustande kommen. Das ist die Sombrero-Galaxie. Und Sie sehen hier links unten, wenn ich im normalen sichtbaren Bereich das Ding fotografiere, dann ist das so ein weißer Fleck. Und dann gucke ich aber jetzt in anderen Frequenzbereichen, im Infrarot, Mikrowellen bis zum Radiobereich oder auf der anderen Seite Ultraviolett, Röntgen, Gamma, mache ich ebenfalls Bilder und die hole ich mir in den sichtbaren Bereich hinein, zum Beispiel hier rechts unten als Infrarotbild. Die Farben sind dann ein bisschen Fantasie, aber die Information ist real. Ne, wie beim Röntgenbild oder im Infrarotbild. Ich habe es mir ins Sichtbare reingeholt und dann kann ich hingehen und diese Bilder unten mischen. Das ist dann eigentlich auch ein künstlerischer Vorgang. Aber was herauskommt, sind so schöne Bilder, die diese Informationen tragen. Hier ein anderes Beispiel. Rechts oben sehen Sie wieder das Sichtbare und unten sind drei verschiedene Infrarotbilder und die zusammengemischt ergeben also dieses große Bild, wo man dann eben mehr Struktur erkennen kann. Jetzt kommt der Werbeblock, Einsteins trojanisches Pferd, eine thermodynamische Deutung der Quantentheorie. Das ist von mir im Springer Verlag erschienen, Springer Verlag Wien. Kurz worum es geht, Quantenmechanik, die Wellenfunktion war mir immer mysteriös. Nicht anschaulich, aber ich kann ja ein Problem auf die Variablen transformieren, die ich will. Ich habe eine freie Wahl, ich kann die Koordinatensystem so wählen, wie ich will. Deshalb suche ich mir Koordinaten, mit denen ich was anfangen kann, zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit. Wenn ich das Quadrat nehme der Wellenfunktion, habe ich die Wahrscheinlichkeit, das ist die Born'sche Deutung. Aber wenn ich das Problem auf die Wahrscheinlichkeit transformiere, wird alles viel komplizierter. Wenn ich aber jetzt noch einen Schritt weiter gehe und den Logarithmus der Wahrscheinlichkeit nehme, dann habe ich eine Entropie und dann habe ich eine thermodynamische Variable und dann wird alles wieder einfacher und es tauchen Ausdrücke auf, die ich aus dem täglichen Leben kenne, nämlich Entropieproduktion, Entropiediffusion. Wir wollen aber jetzt nicht die thermodynamische Brille aufsetzen, sondern die elektrodynamische Brille. Das ist noch interessanter. Und schauen wir mal, wie die Welt aussieht, wenn ich sie elektrisch anschaue. Das ist der Krebsnebel hier. Und stellen Sie sich jetzt vor, Sie sitzen da auf diesem Weidezaun im Hintergrund und Sie sagen natürlich, ja, elektrisches Universum, ja, ist doch Quatsch. Wenn das irgendwie elektrisch wäre, könnte ich dann hier sitzen auf dem Weidezaun. Und ich bin der, der da im Vordergrund steht. Und ich schalte Ihnen jetzt das elektrische Universum ein. Also, kann es losgehen. Sitzen Sie bequem. Gut, elektrisches Universum. Die Grundfrage ist, ist der Kosmos im Großen elektrisch neutral? Oder fast gleichbedeutend, ist der Kosmos nur durch Gravitation bestimmt? Früher hat man gedacht, positive und negative Ladungen, die finden sich attraktiv, die ziehen sich an, die kommen zusammen, bilden irgendwie Atome und dann bleiben die für immer zusammen und es ist nach außen eigentlich elektrisch neutral. Aber so ist es nicht. Die Behauptung ist, im Kosmos gibt es gigantische elektrische und magnetische Felder und auch entsprechend große Ströme, die durch den Kosmos fließen. Dass aus dem Weltall irgendwas Elektrisches kommt, sieht man an solchen Phänomenen wie das Polarlicht. Interessanterweise gibt es das Polarlicht auch auf anderen Planeten. Hier zum Beispiel auf dem Saturn. Und links oben, das ist eine UV-Aufnahme, also das Polarlicht im Saturn ist im UV-Bereich. Das Foto ist von einer Sonde namens Cassini, die ist da vorbeigeflogen.
Ja, wenn das alles elektrisch ist, dann ist natürlich die Frage, wer schaltet da den Saft ein? Tag ein, Tag aus. Nun, Sie ahnen es schon, es ist der Sonnenwind. Es ist heute auch Konsens, dass die Kernfusion in der Sonne eine Ladungstrennung macht, also so eine Art Scheidung. Ja? Plus und Minus müssen Sie wieder trennen. Es werden mehr positive Teilchen nach außen weggeschossen als negative. Das ist die Sonne im Röntgenbereich. Links ist eine Röntgenfrequenz, drei Frequenzen links. Ein Bild aus drei verschiedenen Röntgenaufnahmen. Nun, was kommt jetzt alles in dem Sonnenwind zu uns? Uns interessieren hier vor allen Dingen drei Komponenten, nämlich die Photonen, die Protonen und die Neutrinos. Und wir fragen uns natürlich, wie können wir aus diesem Wind Energie beziehen? Nun, bei den Photonen, das ist die elektromagnetische Strahlung, da kennen wir das schon, da machen wir Solarzellen. Aber die Frage ist, was ist denn mit den anderen Komponenten? Geht da auch noch was? Nun, Sonnenwind, da kann es auch schon mal zu einem Sonnensturm kommen. Hier solche Ausbrüche kann es geben. Und da hat man auch ein bisschen Angst vor, man will das beobachten. Deshalb hat man solche Satelliten raufgeschickt, die die Sonne beobachten und die Daten zur Erde funken. Und die macht dann zum Beispiel solche Bilder von solchen Sonnenausbrüchen, Sonnenstürmen, wo ein kleiner Komet an der Sonne vorbeifliegt, ein Sunscratcher, und die Sonne zu einem Wutausbruch animiert. Das ist sehr eindrucksvoll. Der letzte große Komet, der hier bei uns vorbeigekommen ist, das ist Hale-Bopp im Jahr 1997. Und Sie wissen ja, auch dieses Jahr kommen mindestens zwei mittelgroße Kometen uns besuchen. Und insofern ist das auch aktuell. Der Komet als solcher ist eigentlich der Ausgangspunkt des ganzen Aufstandes und der ganzen Neuerung. Weil man jetzt gesagt hat, das ist kein Eis oder Staub, sondern das ist Hochenergiephysik, das ist ein elektrisches Phänomen. Schauen wir uns kurz an. Hale-Bopp 1997, sehen Sie, ist von links auf der violetten Bahn ins Sonnensystem hineingekommen. Hier ist der sonnennächste Punkt. Sie sehen hier die inneren Planeten von Merkur bis Mars. Und der ist dann da irgendwie zwischen Mars und Erde durchgeflogen und wieder abgezogen. Jetzt zoomen wir etwas raus. Und das hier links, 1995, ist der Zeitpunkt und der Ort, wo Hale-Bopp entdeckt wurde, von Hale und Bopp. Das heißt, er ist erst entdeckt worden, als er zwischen Jupiter und Saturn von unten praktisch in diese Sonnensystemscheibe durchgestoßen ist. Vorher hat man ihn nicht entdeckt, weil er erst in Sonnennähe leuchtet. Weil er erst in Sonnennähe anfängt als Komet zu leuchten, mit Schweif. Ansonsten ist es erstmal ein dunkler Klumpen im Allgemeinen, der da durchfliegt. Also 2 Jahre vorher entdeckt, knapp 2 Jahre. Und das ist jetzt die gesamte Bahn von Hale-Bopp. Braucht für einen Umlauf 2517 Jahre. Und insofern ist natürlich die Frage legitim, was läuft da noch so durchs Weltall und kommt vielleicht alle paar tausend Jahre hier vorbei. Sie werden im Internet, wenn Sie da hier nach Planet X oder sowas suchen, werden Sie total viel Mist finden, aber Sie sehen hier, die Fragestellung, die ist legitim. Wir kommen zu unserem ersten Pionier, James McKenney, und der hat Anfang der 80er Jahre so komische Bücher geschrieben wie Planet X, Comets and Earth Changes.
Sie sehen hier unten, rechts unten, das ist eine indianische Felszeichnung. Und die Behauptung ist, das sind zwei Kometen. Ja, was ist jetzt mit dem Sonnensystem? Also die Sonne macht, die Kernfusion macht eine Ladungstrennung. Das bedeutet aber, dass das Sonnensystem im Grunde ein Kugelkondensator ist. Innen negativ geladen, außen positiv geladen. Und dieser Kondensator wird aufgeladen durch den Sonnenwind. Und der wird entladen, und das ist jetzt der neue Aspekt, entladen durch die Planeten und insbesondere die Kometen, die da durchfliegen. Nun, wie kann man sich das vorstellen? So wie diese Insektenfalle aus der Bäckerei. Ich habe zwei Gitter und da lege ich eine Hochspannung an. Und wenn jetzt ein Insekt, eine Fliege kommt und zwischen diese Platten fliegt, dann reicht das genau, um eine Entladung, einen kleinen Blitz auszulösen, der die Fliege dann tötet. Das heißt, Objekte, die durch diese Hochspannungsfliegen, die lösen eine Entladung aus. Und in dem Sinne entlädt der Komet den solaren Kondensator. Das Plasma-Entladungsmodell des Kometen. Kometen sind keine dreckigen Schneebälle, das ist der Ausgangspunkt. Der Kometenschweif ist eine Plasma-Entladung. Was hat er noch so getrieben? Hat sich gedacht, ja, wenn das Universum elektrisch ist, dann kann ich ja an diesen Feldern entlang surfen, segeln. Ich brauche keinen Treibstoff, um mich im Universum zu bewegen. Ich muss mich nur geschickt zu diesen Feldern stellen. Und das Grundprinzip kann man sich vorstellen wie der Transrapid. Was hat er noch gemacht? Galaxieentwicklung. Bildung von solchen Spiralgalaxien. Warum hat er das gemacht? Weil die ursprüngliche Erklärung der praktisch wie die Planetengesetze, wie Kepler funktionieren, die funktionieren eben nicht. Die können diese Arme der Spiralgalaxie nicht erklären. Und um das dann aber trotzdem wieder einigermaßen konsistent zu kriegen, braucht man Hilfsannahmen, ja, wie die dunkle Materie oder die dunkle Energie. Ne, damit man das hier, das ist übrigens die Whirlpool-Galaxie, meine Lieblingsgalaxie. Das ist so, Sie haben eine Theorie, ne, die ist ganz schön, und dann stoßen Sie auf etwas, was Sie nicht erklären können, und dann bauen Sie an die Theorie irgendeinen Balkon an oder einen Erker, um das noch mit erklären zu können. Ja, und das hat zur Folge, dass Sie irgendwann eine Theorie haben, wo Sie lauter Balkone, Erker haben, es wird alles total kompliziert, keiner blickt mehr durch. Dunkle Materie, dunkle Energie brauchen wir in einem elektrischen Universum nicht als Hilfskonstruktion. Und deshalb stellen wir jetzt hier einen Papierkorb auf, wo wir alles reintun, was wir nicht mehr brauchen. Und das Erste, was wir da reintun, ist die dunkle Materie, dunkle Energie brauchen wir nicht. Noch was hat er gemacht? Eine Theorie, induzierte elektrische Dipole machen eine Rotverschiebung. Rotverschiebung in elektrischen Feldern. Um das zu verstehen, müssen wir noch mal kurz auf den Doppler-Effekt eingehen, den Sie kennen. Das ist übrigens der Adlernebel. Doppler-Effekt heißt, die Polizeisirene, wenn sie auf mich zukommt, ist der Ton höher. Wenn sie wegfährt, ist sie tiefer. Und da hat man gesagt, das gibt es jetzt auch beim Licht. Ja, wenn sich eine Galaxie entfernt, dann ist das Licht rot verschoben. Wenn sie näher kommt, ist es blau verschoben. Wenn das insgesamt so ist, dann heißt Rotverschiebung Expansion des Universums, Blauverschiebung heißt Kontraktion. Man beobachtet eigentlich durchgehend eine Rotverschiebung. Man guckt sich das Licht des Sterns an, den man beobachtet. Mehr hat man ja nicht. Macht eine Spektralanalyse und sieht dann diese komischen Linien da und sagt, oh, dieses Linienmuster kenne ich ja, das ist Wasserstoff, aber wieso ist das jetzt so komisch nach links verschoben, nach rot verschoben? Also,
sagt man, das ist ein Doppler-Effekt. Ich habe also eine Expansion. Wenn ich die Zeit umkehre in die Vergangenheit, habe ich eine Kontraktion. Und wenn ich da weit genug zurückgehe, dann komme ich beim Urknall an. Das ist die Urknalltheorie. Diese Theorie klingt erstmal logisch, habe ich auch lange geglaubt. Die hat auch gewisse Probleme. Ne? Man muss halt annehmen, dass sich das Universum irgendwie beschleunigt. Da wird es natürlich schon ein bisschen komisch. Aber jetzt mal eine andere elektrische Theorie. Um die zu verstehen, brauchen wir zwei Elemente aus der Lehrbuchphysik. Das ist einmal die sogenannte Paarbildung. Wenn die Energien hoch genug sind, kann ein Photon sich aufspalten in ein Elektron und ein Positron. Das Elektron ist negativ geladen, das Positron ist das Antiteilchen, ist positiv geladen. Dieser Prozess ist anschaulich schwer vorstellbar, aber der umgekehrte Prozess, die Paarvernichtung, das können wir uns vorstellen. Materie, Antimaterie kommt zusammen, zerstrahlt zu einem Lichtblitz. Das ist Standardphysik. Sie sehen hier unten diese Feynman-Graphen dazu und man stellt sich irgendwie vor, dass diese Prozesse laufend hin und her und durcheinander stattfinden. Der zweite Aspekt ist aus der Schulphysik. Die Dipolanziehung, und das ist eigentlich der Effekt, wenn Sie einen alten Fernseher aufgemacht haben hinten, dann sehen Sie, die Hochspannungskaskade ist total verdreckt. Die hat über die ganzen Jahre den Staub angezogen. Und das ist eine Eigenschaft von elektrischen Feldern, dass sie neutrale Staubteilchen zu einem Dipol auseinanderziehen, weil Minus und Minus stößt sich ab, Minus und Plus stößt sich an. Das wird ein bisschen auseinandergezogen zum Dipol. Die anziehende Kraft ist aber jetzt ein kleines bisschen stärker als die abstoßende Kraft für das Minus und dadurch wird der Dipol mit einer schwachen Kraft angezogen. Das Standard-Physik-Staubsauger-Effekt wird heute auch so genutzt. Bedeutet auch, Kometen wachsen und schrumpfen nicht. Also die Kometen verlieren nicht irgendwie Materie, sondern die sammeln die ein. Mit diesen beiden Aspekten kann ich jetzt die Rotverschiebung anders erklären. Denn wenn ich eine Paarbildung habe, dann ist dieses Elektron-Positon-Paar ist ein Dipol zu der Zeit, wie es als solches vorliegt. Und der Dipol wird im elektrischen Feld einer Sonne angezogen. Und ich habe diese Dipoleffekte, die man nennen kann, zum Beispiel Lichtermüdung, aber auch Lichtablenkung. Lichtablenkung im elektrischen Feld heißt natürlich, ich muss eigentlich nochmal über die Relativitätstheorie nachdenken. Nun, was ist jetzt mit unserer Urknalltheorie? Ich habe zwei verschiedene Erklärungen dafür. Einmal den Doppler-Effekt, der führt mich auf den Urknall. Und einmal diesen Dipoleffekt. Und der führt mich ganz woanders hin, zu etwas, was man nennt Plasmakosmologie. Da kann man natürlich jetzt noch jede Menge diskutieren, aber ich will es kurz machen. In einem elektrischen Universum gibt es keinen Urknall. Das heißt, den Urknall werden wir in den Papierkorb bringen. Was bleibt übrig vom Big Bang? Eine Comedy-Serie? Wo zum Beispiel Sheldon Cooper solche Sachen sagt wie: Meinen Sie nicht, ich wüsste es, wenn ich mich irren würde? Um Himmels Willen, Elroy, sieh nur, wo die Erde ist. Rutsch sofort rüber und lass mich fahren. Wir sind jetzt ein bisschen vom Thema abgekommen. Wir haben kurz den Urknall abgeschafft. Wir wollen natürlich jetzt mal wieder auf die Erde kommen und mal sehen, wir interessieren uns ja für neue Energien. Nun, dazu brauchen wir ein weiteres Werk von James McKenney aus dem Jahr 2004. Die Forschungen reichen natürlich lange zurück. Principia Meteorologia, die Physik des Sonnen-Erden-Wetters. Nun ist natürlich klar, wenn wir jetzt über Wetter oder Klima reden, in einem elektrischen Universum kommt natürlich jetzt überall die Elektrodynamik etwas mehr in den Vordergrund. Damit müssen wir natürlich rechnen. Kleiner Ausflug zum Jupiter mit Stichwort Weltraumwetter. Ja, die Behauptungen sind, das berühmte Auge des Jupiter ist eigentlich ein elektromagnetischer Wirbelsturm und
In der Jupiter-Atmosphäre gibt es Kernfusion. Das klingt natürlich sehr komisch. Ein Hinweis darauf sind der spektakuläre Einschlag von Shoemaker-Levy 9 in den Jupiter aus dem Jahr 1994. Sie erinnern sich vielleicht, ist ein Komet auseinandergebrochen und stückweise in den Jupiter gekracht. Das ist natürlich für alle Astronomen war das natürlich eine Sternstunde, sowas mitzuerleben. Und Sie sehen hier an diesen Bruchstücken, die haben alle so kleine Kometenschweife. Und das könnte man so deuten, dass aus dem Jupiter ein Protonenwind kommt, wie von der Sonne. Das an sich ist noch kein Beweis. Aber Weltraumwetter. Schauen wir uns mal so eine Konjunktion an. Das ist im Januar 2014. Ja, da gibt es eine Konjunktion zwischen Erde und Venus. Sonne, Erde, Venus steht in einer Linie. Ja, und da sagt man natürlich normalerweise, ja, na und? Das ist doch Astrologie. Ja, die Gravitation macht ja überhaupt nichts aus. Das können wir ausrechnen. Von der Gravitation her machen nur Sonne und Mond was aus. Und das stimmt auch. Solange ich nur auf die Gravitation gucke, ist die Konjunktion uninteressant. Aber wenn Sie jetzt mal überlegen, ich habe einen Kondensator und der wird entladen vielleicht, dann kann es schon einen Unterschied machen, ob in meine Fliegenfalle eine Fliege reinfliegt oder zwei Fliegen oder drei. Es könnte einen Unterschied machen in der Entladung. Die wird sich vielleicht verstärken oder sie kann sich vielleicht abschirmen, das eine oder andere. Man weiß es nicht genau, auf jeden Fall, oder ich weiß es nicht genau, aber wir können uns vorstellen, das hat einen Einfluss, und zwar auf das Wetter. Auch im Januar gibt es noch eine Konjunktion mit dem Jupiter. Und im Prinzip kann man so ungefähr sagen, zu dem Zeitpunkt Erde, Venus, Jupiter stehen auf einer Linie. Und wenn diese komische Plasma-Kondensator-Theorie irgendwas für sich hat, könnte es sein, dass es zu dieser Zeit im nächsten Januar hier Einflüsse auf das Wetter gibt. Das Wetter wird vielleicht besonders gut, vielleicht schlecht. Achten Sie mal drauf und erinnern sich daran, wer weiß. Also Wettervorhersage mit Planetenkonstellationen. Ja, klingt verrückt. Die Behauptung ist, wir haben hier auf der Erde eigentlich ein Sonnenwetter. Das Wetter und das Klima der Erde wird von der Sonne bestimmt. Vom Sonnenwind natürlich. Und die Erde selbst ist auch wieder ein Kugelkondensator, der aufgeladen wird durch den Sonnenwind und der sich hin und wieder entladen muss. Und die Behauptung ist, dass ein Sturm, so ein Zyklon, eben auch ein elektrisches Phänomen ist. Und dass der Blitz nur der sichtbare Teil dieser Entladung ist. Die Entladung geht aber weiter hoch bis in die Ionosphäre, wo sich die geladenen Teilchen sammeln zu einer Plasmaschicht. Auch wenn man die Entladung da oben nicht mehr sehen kann, weil vielleicht keine Stoßpartner zum Leuchten da sind, die Behauptung ist, die Entladung geht von der Ionosphäre zur Erde. Und damit habe ich aber eine Batterie. Die eine komplexe Ladung hat, Ladungsverteilung hat. Aber im Prinzip, ich habe eine Batterie. Und wenn ich eine Batterie habe, dann möchte ich mich natürlich an die Batterie anklemmen. Möchte aus der Energie entnehmen. Besonders, wenn sie immer kostenlos aufgeladen wird. Also stellt sich natürlich die Frage, zum Beispiel, kann ich aus dieser Batterie Energie entnehmen, indem ich versuche, Energie aus Blitzen zu nehmen? Und da kommen natürlich gleich die Gegenargumente, die irgendwie sagen, ja, nein. Wir wissen ja gar nicht, wo die Blitze runterkommen und wann sie runterkommen. Ja, und außerdem sind die Blitze viel zu kurz, das ist zwar eine riesen Energie, aber es sind nur 100 Millisekunden und wenn ich das auf eine Kilowattstunde umrechne und so weiter. Und das sind natürlich Gegenargumente und ja, jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, dann müssen wir es halt lassen. Man kann aber auch sagen, wir zünden die Blitze selber. Dann wissen wir auch, wo und wann die runterkommen. Und wir regeln die Entladung, dann ist die Entladung auch nicht so kurz. Und Sie sehen hier schön die Logik.
Die Gegenargumente sind nicht falsch. Die werden auch nicht falsch. Sie werden nur gegenstandslos. Ja, es ist so, wie wenn ich sage, ein Stück Metall kann nicht fliegen. Ja, das fällt zu Boden, das kann ich ein Stück werfen und so weiter. Aber ich steige heute in den Flieger und das Stück Metall fliegt. Also die Gegenargumente werden einfach uninteressant. Ja, wie kann man so einen Blitz zünden? Nun, die Idee ist, die Luft zu Dipolschwingungen anzuregen. Ich muss nur die richtige Frequenz finden. Ja, und wenn ich Dipole habe, dann können die mir eine elektrische Leitfähigkeit machen und diesen Blitzkanal erzeugen. Nun, das ist natürlich eine technologische Herausforderung, aber es sind schon andere Sachen, die Ingenieure hingebracht haben. Was wir dazu gut gebrauchen könnten, sind solche Dinge wie dieser berühmte Wardenclyffe Tower von Tesla aus dem Jahr 1904. Und Sie sehen hier rechts James McKinney, wie er über diesen Turm spricht. Hier nochmal eine kolorierte Version und für die Jazzfreunde die Erinnerung an Alan Holdsworth, der dazu eine Platte gemacht hat. Ja, wenn Ihnen das mit dem Blitzen zu gefährlich ist, wenn es stimmt, dass auch so ein Tornado beispielsweise ein elektrisches Phänomen ist, ich bin da noch nicht hundertprozentig von überzeugt, aber wenn das so ist, dann haben wir hier ja auch nochmal eine bekannte Energie, die wir vielleicht auf neue Art nochmal nutzen können und vielleicht sieht so der Windpark der Zukunft aus. Ja? Ich warte nicht auf den Wind, sondern ich mache den Wind. Ich schmeiße das Ding an. Ja, fassen wir noch mal kurz zusammen. James McKinney, die ganzen Zumutungen. Es wird eigentlich sehr, sehr viel in Frage gestellt. Vom Kometen bis zum Big Bang wird alles herausgefordert. Wir haben noch nicht über alles gesprochen. Aber der hat eigentlich nichts anderes gemacht, zu sagen, ich setze jetzt mal eine Brille auf und ich gucke mal die Sache elektrisch an und ich sehe jetzt ganz andere Sachen in den Phänomenen. Ich sehe etwas anderes und das ist das, was Einstein gesagt hat. Die Theorie bestimmt, was wir beobachten können. Welche Brille wir aufsetzen? Oh, elektrisch. Ja, und es wird sich zeigen, wenn wir das natürlich technologisch nutzen können, das wäre schön. Ja, einen haben wir noch von James McKinney, nämlich aus dem Jahr 206, Calculate Primes. Ja, eine Rekursionsformel für Primzahlen hat er angegeben, also die Einsamkeit der Primzahlen ist vorbei. Die Primzahlen haben eine Struktur, wunderschön, mit Selbstähnlichkeit, ein Paradies. Wer schöne Mathematik mag, sollte sich das mal angucken. Ich habe das nachgeprüft, das stimmt, das funktioniert. Und kann Ihnen deshalb sagen, James McKinney ist kein Idiot. Ja, dieser Idiot, er ist auf der Tastatur. Oder es hat geklappt. Was brauchen wir? Wir brauchen wieder ein bisschen Pioniergeist in eine neue Richtung. Wir müssen neue Experimente machen. Und diese süßen Fische hier, die können uns da als Vorbild dienen. Was die für mutige Experimente machen. Wir sind beim nächsten Pionier, Immanuel Lefkowski. Was hat er gemacht? Der hat sich einfach nur alte Überlieferungen, Schriften angeguckt, hat die zusammengesammelt, verglichen und hat gesagt, das waren keine Idioten, die irgendwelche Märchen erzählt haben, sondern das sind Augenzeugen gewesen. Und was die beschrieben haben, haben sie gesehen am Himmel und so weiter. Und sie geben uns Zeugnisse über die Menschheitsgeschichte, über Erdkatastrophen und man fragt sich, wie es kommt, dass wir da so einen kollektiven Gedächtnisverlust haben und uns daran gar nicht mehr so erinnern wollen. Nun, wer sind die Augenzeugen? Sie sehen hier, fliegen Sie mal drüber, das sind die alle üblichen Verdächtigen dabei, das sind die Augenzeugen. Und die Frage ist natürlich, ja, was erzählen die denn so, was labern die denn so?
Ja, und die erzählen irgendwas von Weltaltern und Erdkatastrophen, die immer dazwischen waren und neuen Sonnen und Kämpfen am Himmel und Planetengötter sind sauer und Kometen werden zu Planeten und das Himmelsgewölbe stürzt ein. Ja, das ist wie bei Asterix, der Himmel fällt mir auf den Kopf. Ja, eine reale Angst. Polverschiebungen, ja, dass sich die Himmelsrichtungen geändert haben. Etliche Kalenderreformen. Ja, ganz komische Sachen erzählen die. Und die behaupten, dass sie die vier Elemente Feuer, Erde, Wasser, Luft in heftigster und elementarster Weise am eigenen Leib erfahren haben. Also das volle Programm hier von Feuer, Säulen, Welten, Brand, Erdbeben, alles dabei. Klimaänderungen, ja, erst Hitze, dann Kälte, Eiszeit. Wo kommt überhaupt die Eiszeit her? Ja, Dunkelheit, ja, alle sind gestorben, nur Adam und Eva haben überlebt. Die Frage, wie ist die Oberfläche überhaupt gestaltet worden in der Erde, zum Beispiel der Grand Canyon, ist der wirklich in Jahrmillionen von einem Fluss in den Fels gegraben worden? Oder ist das vielleicht an einem Tag passiert? Durch einen riesigen pyroklastischen Strom, der das da reingefräst hat. Oder durch einen kosmischen Plasmabrenner, möchte ich es nennen. Eine Plasmaentladung, die so viel Energie hat, dass sie den Boden schmilzt und neue Vulkane in den Boden stampft. Und alle anderen Vulkane gehen aus Sympathie gleich mit hoch. Ja, historisch, was sind das so für Sachen? Das wissen wir natürlich, Untergang von Atlantis. Ja, Genesis. Und es ist also keine Erschaffung der Welt, sondern es ist immer eine Neuschaffung. Die Erde wird einmal auf links gezogen. Und die, die überlebt haben, schlagen sich durch. Ja? Hier Vertreibung von Isis, Sinnflut, Exodus, Posaunen von Jericho, Sodom, Gomorra, solche Geschichten. Das ist das Hauptwerk, das erste Werk von Velikovsky, Worlds in Collision. Und das Wort Kollision ist etwas missverständlich, weil es geht eigentlich gar nicht um Kollisionen im engeren Sinne, sondern um einen Vorbeiflug, um die Kometenvorbeiflug. Und allein dieser Vorbeiflug ist aufgrund seiner Wirkungen, Gravitation und elektrische Entladungen, schon eine heftige Katastrophe, je nachdem wie groß das Ding ist. Und hier rechts sehen Sie ein Buch über Velikovsky, ja, als es aus dem Himmel Feuer regnete. Und da sehen Sie eigentlich mal so eine Darstellung, was vielleicht passiert sein kann, nämlich wir sind dummerweise durch den Kometenschweif durchgeflogen. 40 Tage, 40 Nächte und das war die Sintflut. Es hat mehrere Fluten gegeben, aber ja, was kam denn alles aus dem Kometenschweif? Wasser, Naphtha, Naphtha ist Erdöl, Petroleum, teilweise brennend, ja, Feuerregen. Das heißt, es müsste eigentlich Sternöl heißen und nicht Erdöl. Dann Meteoriten, heiße Steine, Bimssteine, ja, der Himmel fällt mir auf den Kopf. Das heißt, die Sintflut, ja, Sie sehen hier da so ein Objekt hier mal, was vorbeifliegt und das erzeugt natürlich eine gigantische Gezeitenwelle, aber eben auch, da kommen irgendwelche Klamotten aus dem Weltall, die mir auf den Kopf fallen. Das kann alles zusammenkommen. Und der Noah, der hat diese gute Idee gehabt, diese Arche zu bauen. Aber dann ist er drauf gekommen, der hat auch diesen Specht mitgenommen und da ist er jetzt im Zweifel, ob das so eine gute Idee war. Exodus, die nächste Katastrophe hier, ist ein Kometenvorbeiflug der Venus. Und jetzt wissen Sie auch, warum die den Velikovsky für bekloppt erklärt haben. Weil das bricht natürlich mit der Vorstellung von uns Physikern, dass das Planetensystem seit 4 Milliarden Jahren so schön ruhig ist, wie es jetzt ist. War das wirklich so? Sie sehen hier, ne, ja, mit dem Tsunami und dem Wasser, das kann man sich ja vorstellen, aber Sie sehen auch im Hintergrund die Feuersäule, die gesehen haben.
die eine Rauchsäule in der Nacht war. Das ist der kosmische Plasmabrenner, die Entladung vom Kometen, die hier in der Erde rumrührt wie ein Lötkolben. Ja, die Venus, oder sei es auch ein anderes Objekt gewesen, aber nehmen wir an, es war die Venus. Die Venus hat Phasen wie der Mond. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass so ein Ding auf die Erde zugerast kommt, dann haben Sie vielleicht die Idee, oh, ich werde von einem Stier angegriffen. Und wenn dieses Ding dann irgendwann Milch und Honig fließen lässt, dann ist es eine heilige Kuh. Macht das Sinn? Oder das goldene Kalb? Oder auch der Drachenkult, Schlangenkult, Moses und Aaron. Den Drachenkult, Schlangenkult gibt es auch weltweit. Und jetzt kann man sich vorstellen, die Venus hat vielleicht auch einen Kometenschweif und dieser Kometenschweif in der Heftigkeit schlängelt sich vielleicht, wirbelt herum, schlägt herum und es sieht aus, als würde der Stier mit der Schlange kämpfen am Himmel. Und irgendwann gewinnt der Stier, weil die Schlange im Meer versenkt wird. Irgendwann war der Schweif halt wieder weg. Macht das Sinn? Vielleicht? Oder diese ganze Mythologie hier, was bedeutet das denn jetzt hier? Pallas Athene wurde von Zeus geboren. Ja, was ist das denn? Zeus ist Jupiter. Das heißt, das Ding kam hinterm Jupiter her, so wie Hellbob. Da ist es entdeckt worden. Dann ist es vielleicht abgelenkt worden um die Sonne. Und dann kam Phaeton und lenkt den Sonnenwagen in den Straßengraben rein und löst einen Weltenbrand aus. Prometheus bringt das Feuer. Ja, was soll denn das bedeuten? Er hat ein großes Feuerzeug. Phönix aus der Asche und solche Sachen. Kann man mal überlegen, ob das nicht wirklich eine Bedeutung hat oder ob das nur Märchenquatsch ist, was sie da erzählen. Nun, wenn ich heute einen Venuskalender machen würde, ja, dann würden Sie vielleicht sagen, ja, der ist ein bisschen esoterisch veranlagt. Wenn aber tatsächlich die Venus über Jahrhunderte lang, alle 52 Jahre, bei uns vorbeigekommen ist und maßgeblich das Schicksal der ganzen Kultur und das Überleben der Kultur bestimmt hat auf die eine oder andere Weise, dann mache ich einen Venuskalender. Wie zum Beispiel der Maya-Kalender. Und auch andere Sachen machen jetzt vielleicht Sinn hier. Manna, Ambrosia, das Jubeljahr. Was gab es denn da zu bejubeln? Alle 50 Jahre. Dass es diesmal vielleicht nicht so schlimm war wie beim letzten Mal. Und man versteht auch ein bisschen diese Ambivalenz. Ja, 7 fette Jahre, 7 magere Jahre. Man kann sich vielleicht vorstellen, ein bisschen Komet ist vielleicht gar nicht schlecht. Weil dann kommt das ganze System in Wallungen, die Sonne reagiert und so weiter, die Erde kriegt einfach mehr Energie mit. Ich habe zwar schlechteres Wetter, aber der ganze Kreislauf wird in Schwung gebracht, alles wächst besser, ich habe fette Jahre. Aber das kann natürlich sehr schnell, wenn wir dem Ding zu nahe kommen, in die totale Katastrophe umschlagen. Und diese Ambivalenz zeigt sich auch an den ganzen Namen, die weltweit alle das gleiche Objekt bezeichnen, die Venus. Von Isis, Typhon, Luzifer. Also ist jedenfalls die Frage berechtigt, wartet da unten noch ein Planet X, ein Todesstern, der hier vorbeikommt und uns mit einem Feuerstrahl vernichtet? Nun, wir haben jetzt ja nochmal Glück gehabt am 21. Dezember. Die Welt ist nicht untergegangen. Aber Sie sehen hier, die Darstellung, die ist ganz gut. Ja, da unten 3000 Kilometerstunde, also Riesen, Orkan, Feuer, Hitze, Bengalos, ne, brennender Krempel fällt vom Himmel und danach ist dunkel. Gut, es sind aber offenbar Kulturen schon untergegangen durch solche Katastrophen. Und das Erste, was die dann brauchten, war zum Beispiel ein neuer Kalender. Das ist Hellbob über Stonehenge. Das ist Hellbob bei den Pyramiden. Und man kann sich ja mal fragen, was sind das für Kulturen, die da untergegangen sind? Ja, war das eine primitive Steinzeitkultur, die 2,3 Millionen Steine nur für ein Grab zusammengebaut haben?
Soll ich das wirklich glauben? Weiß ich nicht. Oder war das vielleicht irgendeine Form von Technologie, die wir einfach noch nicht verstanden haben? Hier, sowas findet man da irgendwo in irgendwelchen Tempeln, solche Reliefs. Ja, ist das eine Batterie? Ist das eine Glühbirne? Wer weiß es. Ja, die Arbeiten von Wilipkowski und James McKenney wurden aufgegriffen. Das sind jetzt mal neuere Bücher über das elektrische Universum, die alle sehr empfehlenswert sind, alle auch unterschiedliche Aspekte ein bisschen abdenken. Electric Universe, Thornhill Talbot, Thunderbolts of the Gods, das ist der Donnerbalken der Götter, heißt das, glaube ich, übersetzt. Oder hier der elektrische Himmel oder Symbols of an Alien Sky. Ja, Sie können sich vorstellen, wenn Sie solche Erscheinungen vielleicht in dieser Größe am Himmel gesehen haben, vor 10.000 Jahren oder 5.000 Jahren, dann werden Sie daraus vielleicht ein Symbol machen. Ja, wie hier zum Beispiel das Symbol der mütterlichen Venusgottheit. Denkbar. Oder hier unten, das sind Comics in allen möglichen Höhlen überall auf der Welt und so weiter, so komische Strichmännchen, immer mit so komischen Punkten da dran und so weiter. Und da links oben sehen Sie eine Plasmaerscheinung, die man im Labor erzeugt hat. Ja, kann man sich vorstellen, vielleicht haben die nicht irgendwie irgendeinen Blödsinn gemalt, sondern die haben das gemalt in die Höhle, was sie am Himmel gesehen haben. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie zum Beispiel solche Staubwolken oder Plasmakrempel haben, ja, wenn Sie jetzt anfangen, in diesen Dingern Gesichter zu sehen oder Fratzen zu sehen, oder hier, dann können Sie sich vielleicht vorstellen, wie die Vorstellung von Naturgöttern entstanden ist. Gut, was haben wir jetzt wieder gelernt? Den wahren Grund, warum die Dinosaurier ausgestorben sind. Ja, wir sind bei unserem nächsten Pionier. Das ist natürlich der Vater der modernen Elektrotechnik. Man kann jetzt gar nicht, man könnte sich allein damit beschäftigen, nur aufzuzählen, was er alles gemacht hat. Uns interessiert hier die Hochfrequenztechnik, Hochspannungstechnik, was er getrieben hat. Ein unglaublich kreativer Mann, der hat in Sachen Energie alles erfunden. Von der Energieerzeugung, Energieübertragung, Verbrauch in Motoren und all möglichen Krempel bis zum Stromzähler, bis zur Sicherung hat er alles erfunden. Hochfrequenztechnik ähnlich, ja, die erste Funkfernsteuerung hat er gebaut und. Hier, Tachometer, der hat die Röntgenröhre für den Röntgen gebaut und unglaublich, was der Mann alles gemacht hat. Was hat er denn anders gemacht, Herr Tesla? Was war das Besondere an Tesla? Und man könnte es vielleicht an zwei Gegenspielern festmachen. Der eine war Edison und Edison hat mit Gleichstrom rumgemurkst und Tesla hat Wechselstrom gemacht. Und Wechselstrom ist natürlich, der hat sich durchgesetzt, weil mit Wechselstrom kann man ganz erstaunliche Dinge tun, die man mit Gleichstrom nicht hinkriegt. Das andere war, Heinrich Hertz hat behauptet, seine elektromagnetische Welle wäre eine Transversalwelle gewesen, die quer zur Ausbreitungsrichtung schwingt. Und Tesla hat gesagt, nein, meine Welle ist eine Longitudinalwelle, die in Ausbreitungsrichtung schwingt. Ja, Sie sehen das hier mal rechts so ein bisschen angedeutet. Das ist ungefähr der Unterschied Gitarre oder Flöte. Und an der Stelle hat sich Hertz durchgesetzt. Leider. Oder? Wir werden sehen, es ist natürlich beides. Und der Streit dauert bis heute an. Die heißen auch Skalarwellen, diese Longitudinalwellen, aus bestimmten Gründen. Aber jetzt wird es interessant, weil jetzt schauen wir mal ein paar Jahre vor dem Wardenclyffe Tower nach Colorado Springs, was er da getrieben hat mit diesem Labor. Und das, was er da rausbekommen hat, ist auch heute noch eine totale Zumutung. Gehen wir es mal kurz durch. Elektromagnetische Skalarwellen. Ja, sag mal, nein, die gibt es doch gar nicht. Die kommen gar nicht vor in der Maxwell-Theorie. Die gibt es gar nicht. Drahtlose Energieübertragung. Also es werden nicht nur Signale, sondern wirklich auch Energie übertragen. Hier, was hat er? 10 Kilowatt über 42 Kilometer. Drahtlos. Dann mit Überlichtgeschwindigkeit hat er die Dinger da durch die Gegend geschickt, seine Wellen.
Und das ist natürlich die größte Zumutung, weil Überlichtgeschwindigkeit ist doch verboten, oder? Und das ist für uns natürlich interessant, er hat einen Wirkungsgrad von über 100% gehabt. Ja, ein Over-Unity, sagt man. Das heißt, bei seinem Empfänger ist mehr Energie angekommen, als er losgeschickt hat. Und damals gab es noch keine anderen Sender. Ja? Wenn er also wirklich mehr eingefangen hat, als er losgeschickt hat, dann muss die Welle unterwegs irgendetwas eingesammelt haben. Ja? Jetzt kann man natürlich jetzt so abtun und sagen, aber das ist natürlich interessant, weil es ist ja kein Perpetuum mobile oder so. Dann hat er auch die biologischen Wirkungen nachgewiesen bereits. Und da wird man heute auch sagen, nein, Elektrosmog, na, das gibt's doch gar nicht. Das soll sich nicht so anstellen. Das ist alles ganz harmlos. Ja, aber nein, der Tesla ist extra in die Pampa gegangen. Ja, aber die Pferde auf der Weide, die hatten plötzlich so ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Ja, die sind ganz unruhig geworden, zappelig, sind im Sechsecks gesprungen. Ja, wegen Elektrosmog. Nehmen Sie Ihren Kindern das Handy weg. Nein. Aber passen Sie auf, nehmen Sie das ernst. So, und jetzt kommt der Ingenieur und sagt, ja, ich kann das jetzt einfach mal so abtun, was er gemacht hat, aber eigentlich, wenn ich das verstehen will, verstehen heißt nachbauen. Wenn ich etwas verstanden habe, dann kann ich das auch nachbauen. Und wenn ich etwas nicht nachbauen kann, dann habe ich es auch nicht verstanden. Ja, wenn ich zum Beispiel Milliardensummen in der Kernfusionsforschung verbuddelt habe und es ist mir noch nicht gelungen, das Sonnenfeuer nachzubauen, dann habe ich es vielleicht noch nicht richtig verstanden. Ja, gesagt, getan. Heute gibt es hier solche Bausätze oder man kann es irgendwie kaufen und kann sich davon überzeugen. Ich habe es selber noch nicht gemacht, wo ich so einen Bausatz schon zu Hause habe. Man kann sich davon überzeugen, dass der Tesla in allen 5 Punkten recht hatte. Und da sagt hier der Professor Meil, das Experiment zeigt uns die physikalische Wirklichkeit, ob wir das nun wollen oder nicht. Es ist ja nicht umgekehrt, dass sich die Natur nach fehlerhaften Lehrbüchern richten würde. Klare Ansage. Ja, gegen die Katheterwissenschaft, die immer nur aus Büchern alles macht. Sondern wir müssen uns auch mal in die Realität wiederkommen. Ja, damit sind wir beim vierten Pionier, Professor Meil hier aus dem Schwarzwald. Und seine, sagen wir mal, Inspirationsquellen, so wie sie uns jetzt interessieren, ist einmal der Nachbau der Tesla-Experimente. Das hat er mit seinen Studenten gemacht. Und er kommt aus der Wirbelphysik. Ist natürlich die Frage, Wirbelphysik, ja, sollen wir uns da noch mit beschäftigen? Ist das wirklich interessant, Wirbelphysik? Nun, ein Grundprinzip ist eigentlich, ich habe einen expandierenden Wirbel, ich habe einen kontrahierenden Wirbel. Und da irgendwie, wenn die gleich stark sind, ja, dann können sich vielleicht solche Strukturen bilden, wie dieser Tornado. Und was der Meil gemacht hat, ist eigentlich, den kontrahierenden Wirbel in die Elektrodynamik zurückgebracht. Hat er. Ja, Ausgangspunkt war eigentlich etwas ganz Komisches aus dem Lehrbuch. Das ist wieder so ein Balkon. Ja, man hat eine Theorie und man kann bestimmte Dinge jetzt nicht erklären. Kondensatorvorsätze, was immer das sein mag. Ja, da hat man wieder einen Balkon gebaut und so weiter. Und dabei kommt aber raus bei diesem Balkon, das funktioniert auch ganz gut, ja, in der Praxis, aber es kommt etwas heraus, dass ich eine komplexe Lichtgeschwindigkeit habe. Es läuft auf eine komplexe Lichtgeschwindigkeit raus im mathematischen Sinne. Und das ist natürlich ein Widerspruch, weil die Geschwindigkeit muss reell sein. Das ist eine Messgröße. Das muss eine reelle Größe sein. So, und da hat sich der Meil gesagt, also Überlichtgeschwindigkeit ist verboten, aber komplexe Lichtgeschwindigkeit steht hier im Lehrbuch und keiner regt sich drüber auf. Das finde ich doof. Also hat er eine widerspruchsfreie Elektrodynamik konstruiert. Durch Verallgemeinerung der Maxwell-Gleichung. Und dann kommt
Der kontrahierende Wirbel kommt organisch heraus. Also er ist jetzt nicht willkürlich da eingebaut, werden wir gleich sehen, sondern der kommt da, der fällt da natürlich heraus und ich kann diese ganzen Kondensatorverlustkrempel, ne, im Leiter, im Isolator, das ist alles wunderbar. Ich habe keine komplexe Lichtgeschwindigkeit und so weiter. Also ist alles dann wunderbar. Und sowohl die Hertzwelle als auch die Teslawelle, Longitudinalwelle, diese ganzen Wellen sind jetzt erlaubt. Und wenn dem so ist, dann komme ich von selber auf eine Überlichtgeschwindigkeit, weil die Lichtgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit der Hertzschen Welle und die Stoßwelle ist immer schneller als die Querwelle. Das ist nichts Besonderes, also ganz normal, auch keine Probleme jetzt oder so. Ja, es ist ja nur eine Welle, es ist auch keine Masse, die jetzt mit Überlichtgeschwindigkeit fliegt. Ja, und es gibt noch weitere Widersprüche in den Lehrbüchern, die jetzt gelöst werden können. Und eins betrifft zum Beispiel die Antenne, die Vorgänge an der Antenne. Ja, und das kann ich mir jetzt so schön vorstellen, wie ich das immer denke. Ja, ich habe eine Wasserwelle und am Strand rollt die sich ein. Die bricht und rollt sich ein oder bei einem Hindernis. Ja, Vorgänge, Nahfeld, Fernfeld und so weiter. Interessiert uns natürlich jetzt nicht im Detail. Oder der Welle-Teilchen-Dualismus. Ja, kann ich mir jetzt auch eine neue Vorstellung machen, indem ich sage, okay, der Wirbel kann sich zu einer Welle ausrollen, dann habe ich eine Welleneigenschaft und die Welle kann sich zu einem Wirbel einrollen, dann habe ich eine Teilcheneigenschaft. Warum nicht? Neu ist auch, es ist natürlich nicht neu, es gab schon früher solche Versuche, man hat früher immer gedacht, ja, ich weiß nicht, wo meine Elementarteilchen herkommen, das muss irgendein anderer Zweig der Physik klären, aber ich habe dieses Elektron und das Elektron macht mir ein elektrisches Feld. Und wenn sich das Elektron bewegt, macht es ein magnetisches Feld. Das war jetzt so das Ding. Und hier ist es aber umgekehrt. Es kommt alles aus dem Feld. Das Teilchen ist eine Feldverwirbelung. Das ist die Modellvorstellung. So, und das ist die Theorie im Grunde genommen. Hier in der roten Kiste sehen Sie die Grundgleichung. Da werden elektrische, magnetische, mechanische Größen verkoppelt. Und man leitet daraus die ersten beiden Maxwell-Gleichungen her, die jetzt ja unten stehen. Und dieser rote Term, V-Divergenz B, der ist jetzt neu. Wenn Sie den wegmachen, haben Sie die alten Maxwell-Gleichungen und das ist jetzt neu. Und da stecken die Skalarwellen drin, da stecken, ja, und das ist der Zankapfel. Aber Sie müssen das gar nicht im Detail verstehen, aber Sie sehen hier, dieser rote Term, der gehört dahin. Ja, allein aus ästhetischen Gründen muss das so sein. Ja, gut, das ist vielleicht kein Überzeugungsargument, aber wir können jetzt auch mal pragmatisch sagen, wie das chinesische Sprichwort sagt, es ist uns egal, welche Farbe die Katze hat, Hauptsache sie fängt Mäuse. Ja, also wollen wir jetzt nicht auf irgendwelche Streitereien eingehen, ob das nun jetzt so ist oder nicht, sondern wir gucken einfach mal, wo führt uns das hin und welche Mäuse fangen wir denn jetzt mit dieser Theorie? Lassen wir uns einfach drauf ein. Zunächst kann man diese beiden Gleichungen nochmal zusammenfassen zu so einer allgemeinen Feldgleichung. Und damit hat der Professor Meil zum Beispiel die Schrödinger-Gleichung hergeleitet, die Quantenmechanik. Und das hat mich natürlich interessiert, das habe ich nachgerechnet. Das stimmt, das funktioniert, also kann ich Ihnen sagen, der Typ ist kein Idiot. Und es läuft womöglich darauf hinaus, dass die Quantenmechanik in der Elektrodynamik aufgeht. Soweit ist es noch nicht, aber ich denke, es wird so kommen. Gut, was hat er noch gemacht? Er hat endlich mal aufgeräumt in diesem ganzen subatomaren Teilchenzoo. Ja, der hat jetzt gesagt, okay, für mich sind das jetzt alles Feldwirbel und Feldwirbelkombinationen und der hat praktisch die beliebtesten 16 Elementarteilchen. Da hat er die wichtigsten Eigenschaften aus der Theorie berechnet und mit den experimentellen Werten verglichen. Das sind jetzt mal so die stabilen, wir interessieren uns nur für die stabilen. Photon, Elektron, Proton, Neutron, das sind alte Bekannte, das kennen Sie natürlich alles. Und neu ist jetzt hier das Neutrino. Und wir werden gleich mal gucken, wie sieht die Welt aus, wenn ich mal eine Brille aufsetze, wo ich diesem Neutrino jetzt irgendeine Rolle zuweise. Ne, eine wichtige Rolle, weil die anderen kennen wir ja alle. Ja, mit Elektronen und so weiter, da machen wir ja schon längst da irgendwie rum, auch technologisch. Aber das Neutrino ist noch ein unbeschriebenes Blatt.
Zum Beispiel das Proton besteht aus 3 Elementarwirbeln und da gibt es eine gewisse durchaus Verwandtschaft zum Quark-Modell. Aber das Quark-Modell ist ja so rumgesponnen, ja? Da muss ich immer wieder einen Balkon anbauen. Und diese Sache kommt jetzt aus der Elektrotechnik, aus der Elektrodynamik kommt diese Theorie heraus. Gut. Ja, die beiden geometrischen Grundformen von diesen Wirbeln ist also jetzt der Kugelwirbel und der Ringwirbel, also der Torus. Ja, und Kugel und Torus als Grundelemente können wir mitleben. Was hat er noch gemacht? Die 4 Grundkräfte vereinigt. Ja, elektrische und magnetische, das hat Maxwell schon gemacht. Was ist denn die starke Kernkraft? Starke Kernkraft heißt, ich habe im Atomkern 2 Protonen, die positiv geladen sind und die müssten sich ja eigentlich abstoßen. Tun sie aber nicht, sie sind im Atomkern und ich habe nicht verstanden, wieso. Also muss ich postulieren, einen neuen Balkon, eine neue Hilfskonstruktion, die starke Kernkraft. Und die fällt jetzt weg, die brauchen wir nicht mehr. Die kommt jetzt auch in diesen Papierkorb, ja, weil aus dem Wirbelmodell von Mile folgt diese Kernkraft. Dass ich im Nahfeld eine Anziehung haben kann, das kommt jetzt aus der Theorie heraus. Also starke Kernkraft brauche ich nicht mehr. Schwache Wechselwirkung, kommen wir gleich mit den Neutrinos drauf. Am spannendsten ist natürlich die Gravitation. Ich habe da mal ein Fragezeichen dran gemacht. Ich bin da noch nicht so von überzeugt, aber die Richtung stimmt, denke ich. Wenn ich aber jetzt alle physikalischen Wechselwirkungen vereinigen könnte und alle Eigenschaften der Elementarteilchen berechnen kann, dann bin ich auf dem Weg zu einer Weltformel. Das ist der Anspruch. Ja, warum ist das alles immer so kompliziert? Aber das ist die vereinfachte Version für die breite Öffentlichkeit. Das ist Physikerhumor. Kennen Sie vielleicht, ja. Gut. Ja, was ist das Ziel der Wissenschaft eigentlich? Ich will alle Ungereimtheiten aus dem Weg räumen, um Platz für neue zu schaffen. Ja. Hier habe ich mal ein paar Kriterien für eine gute Theorie. Und ich kann natürlich jetzt mal hingehen und sagen, ich lege diese Kriterien jetzt mal an verschiedene Theorien an. Uns interessiert hier natürlich, das ist übrigens der Katzenaugennebel, uns interessiert natürlich jetzt die Nützlichkeit. Wir wollen damit jetzt was machen. Ja? Aber ich finde das auch schön, diese Theorie, und diese Schönheit ist eigentlich die Symmetrie. Die Schönheit in der Physik ist die Symmetrie, und die Künstler mögen uns verzeihen, die Symmetrie ist die Ästhetik des kleinen Mannes. Ne? Oder Antisymmetrie, vielleicht mit den Minuszeichen oder so. Die heutigen Wissenschaftler haben Experimente durch Mathematik ersetzt und sie wandern von einer Gleichung zur anderen und bauen schließlich ein Gebäude auf, das absolut keine Beziehung zur Realität hat, sagt Nikola Tesla. Und das gilt auch heute noch, wenn Sie sich zum Beispiel mal so Theorien wie die Stringtheorien angucken, die ja sehr in Mode sind. Ja? Da wird irgendwie in 11 Dimensionen rumgerechnet, damit das alles hinkommt. Quarks, Gluonen sind irgendwelche fantasierten Klebeteilchen, die mir irgendwas zusammenkleben, ne, weil ich ja nicht verstanden habe, warum es nicht auseinanderfliegt und so weiter. Ja. Und dieses ganze Standardmodell von Higgs und so weiter, wenn wir das jetzt alles in diesen Papierkorb schmeißen, dann ist natürlich klar, wir machen uns damit keine Freunde. Wir machen uns keine Freunde und Sie werden sehen, am Ende des Vortrags haben wir gar keine Freunde mehr. Stimmt nicht ganz, wir haben doch Freunde, nämlich neue Freunde in der Biophysik. Weil sich nämlich jetzt herausstellt, dass ich mit diesem Skalarwellenkrempel auf einmal überhaupt erst richtig verstehen kann, vielleicht, wie Zellen kommunizieren und wie das überhaupt mit der Nervenleitung da überhaupt funktioniert. Das ist der Helixnebel übrigens. Sie sehen hier die Stichwörter, nicht wahr? Elektromedizin oder wenn es negative Wirkung hat, Elektrosmog, ja, Aufmerksamkeitsdefizit, Tinnitus. Die Biophysik kriegt sehr kreative Impulse jetzt aus dieser Theorie. Und wie das funktioniert mit dieser Zellkommunikation, das sehen Sie mal hier. Es sind also 2 Zellen und man kann das auch jetzt entschlüsseln, was sie so sich unterhalten. Die sagen hier Reizreaktion, Reizreaktion. Hast du schon mal mit Denken versucht? Ja,
Jedes menschliche Wesen ist eine Maschine, die mit dem Uhrwerk des Universums verbunden ist, über Skalarwellen. Und der Tesla war kein Esoteriker. Gut, jetzt kommen wir endlich dazu. Jetzt wird es ganz verrückt. Bis jetzt war ja nur warm laufen, ja? Also, wir müssen jetzt so ein bisschen das Neutrino ein bisschen kennenlernen. Also, das Neutrino ist aufgetaucht. Man hat festgestellt, ein freies Neutron zerfällt in ein Proton und ein Elektron. Was ist mit der Ladung? Links, das Neutron ist neutral. Rechts habe ich positive, negative Ladung, gibt zusammen 0. Von der Ladung her stimmt die Sache. Von der Masse her. Das Neutron ist ein bisschen schwerer als das Proton und das Elektron ist ganz leicht und die Masse kommt hin. Aber Energie und Impulserhaltung sind verletzt. Und da hat der Pauli gesagt, die Energiehaltung, die ist in der Physik so heilig, die müssen wir behalten. Also muss ich ein Teilchen postulieren, was diesen Energie und Impuls aufnimmt oder abgibt oder wie auch immer. Ne? Was die Bilanz wieder, die Energiehaltung wiederherstellt. Und das Ding hat er Neutrino genannt, weil es irgendwas mit dem Neutron zu tun hatte halt. Beta-Zerfall heißt das. So, und jetzt können Sie sich vorstellen, ein Teilchen, was keine Ladung und keine Masse hat, das wird nicht besonders doll wechselwirken. Weil womit denn? Mit der Gravitation nicht, mit dem Elektronenzeug nicht. So, aber irgendwie wechselwirkt es ja doch irgendwie ein bisschen. Also hat man gesagt, da klebe ich jetzt ein Etikett auf, das nenne ich schwache Wechselwirkung. Ja, die nächste Hilfskonstruktion. Hier steht der Papierkorb. Professor Meil hat jetzt gesagt, okay, ich mache mir mal ein Sperrholzmodell von dem Ding. Ich stelle mir das als Ringwirbel vor, was immer sein Inneres zum Äußersten verwirbelt. Und zwar ist das Neutrino ein Schwabbelteilchen, was immer zwischen Elektron und Positron hin und her schwingt. Zwischen negativer und positiver Ladung. Wenn das ganz schnell schwingt, im zeitlichen Mittel habe ich Ladung 0. Passt, ich brauche ein Teilchen mit Ladung 0. Antimaterie. Wenn ich jetzt sage, die Antimaterie hat eine negative Masse, nehmen wir es mal an. Negative, positive Masse, im zeitlichen Mittel 0. Ich brauche ein Teilchen mit Masse 0. Das ist also die Vorstellung jetzt vom Neutrino. Und natürlich möchte ich diesem Neutrino jetzt seine Energie entziehen. Kommt also so ein Neutrino von der Sonne und ich möchte diese Energie haben. Also die Neutrinos fliegen eigentlich immer so überall durch, weil die wechselwirken ja nicht. Aber sie tragen eine Energie. Und wenn ich einem schwingenden System Energie entnehmen will, dann muss ich eigentlich in Resonanz gehen. Ja, wenn Sie sehen, also die Frequenzen sind so hoch, das schaffe ich nicht, in Resonanz zu gehen. Aber es gibt vielleicht noch andere Wege, jetzt mit dem Neutrino zu wechselwirken. Also die werden nachgewiesen in riesigen Wassertanks unter anderem. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, das schwabbelt immer zwischen Elektron und Positron hinterher, wenn es dann vielleicht mal wechselwirkt, dann erwische ich es vielleicht als Positron oder als Elektron. Wenn ich es als Positron erwische, dann wissen wir schon, was passiert. Es schnappt sich ein Elektron, Paarvernichtung, zerstrahlt zu einem Photon. Wenn es zum Elektron wird, dann macht es so etwas wie Elektrolyse. Es spaltet das Wasser auf in Sauerstoff und Wasserstoff. Ich habe hier meine vereinfachte Gleichung hingeschrieben. Es materialisiert, es entsteht neue Materie. E gleich mc Quadrat. Warum nicht? Gut, die Messergebnisse deuten darauf hin, dass es mehr Materie entsteht als Strahlung. Interessant ist aber auf jeden Fall auch, dass sie in diesen Detektoren am Tag ungefähr, weiß ich nicht mehr, doppelt so viele Neutrinos, es ist nicht viel, was sie feststellen, aber es sind doppelt so viel am Tag wie in der Nacht. Das ist ja komisch. Also kann man vielleicht sagen, wenn die von der Sonne kommen, Tag und Nacht, die wechselwirken mit dem Erdkern, die bleiben irgendwie in der Erde stecken. Und was bedeutet das? Das bedeutet vielleicht, ich habe im Erdinneren ein Kraftwerk, was mit Neutrinos funktioniert. Ja, das muss ich verstehen und nachbauen, wie immer.
verstehen und nachbauen. Ja, was bedeutet das? Also wir nehmen mal an, das Neutrino macht tatsächlich im Erdkern hier so eine Art Beta-Zerfall. Ne? Proton und Elektron gibt zusammen ein Wasserstoffatom. Wenn da Materie entsteht, heißt das, dass die Erde wächst. Und Sie sehen das hier an diesem Bild, ne? Im Atlantik kann man praktisch diese Dehnungszone erkennen. Und man kann das heute auch nachmessen, vom Satelliten aus. Vielleicht da einmal eine genauere Beschreibung, wo erkenne ich da die Dehnung? Hier. Ja, das ist eine Wulst am Meeresboden. Ja, und das kann man heute auch messen. Also der Umfang der Erde wächst laut NASA-Messungen um 19 cm im Jahr. Im Durchschnitt. Und man kann auch messen, dass das Jahr immer länger wird. Also die Erde, die Erdrotation verlangsamt sich. Und diese beiden Zahlen, ne, eine knappe Sekunde, 19 cm, die passen sehr gut zusammen, wenn man sie in die Drehimpulserhaltung einsetzt. Und annimmt, dass die Masse zunimmt. Ja, hier sind noch so weitere Dehnungskrempel und jetzt sicher, aha, Erdexpansion, die Theorie der wachsenden Erde, die gab es doch schon mal, 1933 von Hilgenberg. Ja, das war ein Schüler von Alfred Wegener und Alfred Wegener, das kennen Sie natürlich, der hat ja gesagt, die Kontinente, die passen ja eigentlich super zusammen. Dann war das mal ein Urkontinent, ja, und dann hat es diesen Kontinentaldrift gegeben. So, und der Hilgenberg war sein Schüler, der hat nur einen Schritt weiter gedacht, der hat gesagt, oh, Moment mal, nach hinten rum passt es ja auch total gut zusammen. Das würde aber bedeuten, dass die Erde mal kleiner war. Ja? Der ist gemobbt worden. Der ist gedisst worden. Ja? Weil wir haben gesagt, hier, wachsende Erde. Ja? Ich meine, jetzt haben wir eine Idee von einem physikalischen Mechanismus, der das bewerkstelligen könnte. Ja, wenn ich tatsächlich eine wachsende Erde habe, ja, wie man das hier an diesen Globuli sieht, dann ist natürlich die Frage, was mache ich denn mit diesen Theorien wie Kontinentaldrift, Plattentektonik, Subduktion und diese entsprechenden Theorien. Und Sie wissen schon, da steht ein Papierkorb. Und wir machen uns keine Freunde. Wir machen uns keine Freunde, ja. Ja, nächste Zumutung. Wenn die Neutrinos mit dem Erdkern wechselwirken und da ein Kraftwerk ist, dann erwärmt sich die Erde von innen. Und wenn Sie diese Theorie verrückt finden, dann untersuchen Sie doch mal die Theorie, so wie sie heute gedacht wird. Dass die Erde vor 5 Milliarden Jahren entstanden ist, ja, da war die noch ganz heiß, ja, und dann ist sie langsam abgekühlt. Und die Frage ist natürlich, warum ist sie noch nicht total kalt? Ja? Das können Sie mal durchrechnen. Machen Sie mal irgendein Abkühlungsgesetz, Wärmeleitung, irgendwelche Abstrahlungen. Nehmen Sie sich einfach mal irgendein physikalisches Gesetz, was sowas beschreibt, diese Abkühlung. Ne, machen Sie mal Annahmen über die Wärmekapazität, Wärmeleitung, lalalala, und dann setzen Sie mal ein paar Zahlen ein. Ich sage Ihnen, 5 Milliarden Jahre ist eine lange Zeit. Ja, und 270 Grad im Weltall ist verdammt kalt. Ja, also die Frage ist nicht, wird unsere Atmosphäre um 2-3 Grad wärmer? Sondern die erste Frage ist erstmal, warum ist es im Erdinneren immer noch so heiß? Und wenn Sie da mal ein paar Stunden dran rumgerechnet haben, dann denken Sie vielleicht, oh, ich bin froh, dass es noch so warm ist hier. Ja, die Erde wärmt sich von innen. Ach du Schreck, jetzt wird es ja immer verrückter. Der Erdkern ist kalt. Was? Also die Erde erwärmt sich von innen, aber der Erdkern ist kalt, das ist kein heißes Eisen, sondern es ist ein kalter Plasmakern. Also, naja, also wir glauben jetzt inzwischen ja alles. Man hat es übrigens auch an der Sonne festgestellt. Ja? Die Sonne ist im Inneren gar nicht so heiß, wie man immer gedacht hat, sondern sie ist in der Atmosphäre heiß. Richtig heiß, aber zum Inneren hin ist das gar nicht so.
Und das ist natürlich auch ein spannendes Kraftwerk, was wir immer nachbilden wollen und wo wir schon Milliarden verbuddelt haben und es klappt immer noch nicht. Und jetzt ist der Professor Mein hingegangen und hat sich diesen Bethe-Weizsäcker-Zyklus nochmal angeguckt, der diese Fusionsvorgänge, diese zyklischen Fusionsvorgänge beschreibt und hat gesagt, oh, da sind ja überall Neutrinos. Dann hat er ganz radikal gesagt, die Energie der Fusion kommt aus den Neutrinos. Steile These. Und wo kommen die Neutrinos her? Die Neutrinos kommen aus dem schwarzen Loch im Zentrum der Milchstraße. Das heißt, nach dieser Hypothese kommt die Energie der Sterne aus dem schwarzen Loch. Und das ist eigentlich eine sehr lustige Theorie, weil das heißt, wenn ich das schwarze Loch ausknipse, dann geht die Sonne aus. Wenn ich das schwarze Loch im Zentrum der Galaxie ausdrehe, ist die ganze Galaxie dunkel. Das ist mal lustig, oder? Was macht jetzt die Sonne mit den Neutrinos? Das wissen wir, leuchten, wachsen und strahlen. Strahlen heißt, dass ich verlangsamte Neutrinos wieder abstrahle. Leuchten, wachsen, strahlen, das machen alle Himmelskörper eigentlich. So, und dann habe ich jetzt hier praktisch einen Kreislauf. Ja, die Neutrinos kommen aus dem schwarzen Loch mit Überlichtgeschwindigkeit, wie auch sonst. Wie sollten sie auch sonst da rauskommen? Sie haben aber keine Masse. Ja, also die Probleme mit der Relativitätstheorie, ne, kann man diskutieren. Dann kommen die in die Sonne, werden da verarbeitet, etwas abgebremst, wachsen, leuchten, strahlen. Im Erdkern kommen die Abgebremsten wieder und die Behauptung geht noch weiter, dass die von der Erde Abgebremsten, das ist die Erdstrahlung und das ist die Energie der Biosphäre. Das ist die eigentliche Energie, von der die Pflanzen leben. Das ist die Behauptung. Also es geht sehr, sehr weit. Man kann natürlich jetzt im Einzelnen darüber diskutieren, was davon schon empirisch irgendwie einigermaßen belegt ist und was nicht. Aber das wollen wir natürlich jetzt nicht tun. Wir schauen uns nochmal so eine Konjunktion an. Das ist jetzt im Juni. Und hier sehen wir da oben der Jupiter, Sonne, Erde. Ne? Da sehen wir, das ist jetzt vielleicht vom Kondensator, von der Entladung her nicht so interessant, weil es jetzt auf der anderen Seite. Aber wir gucken jetzt mal auf mögliche Neutrinoströme. Und jetzt stellen wir uns mal auf den Jupiter und gucken in Richtung Sonne. Wir stehen auf dem Jupiter, gucken in Richtung Sonne, da sehen wir, da kommt die Sonne und dahinter ist die Erde. Ja, das sehen Sie mal hier links ist der Jupiter, Sonne, die Erde ist dahinter und da ganz hinten, 30.000 Lichtjahre entfernt, GZ, das ist das galaktische Zentrum, wo ein schwarzes Loch vermutet wird. Jetzt kommen aus diesem schwarzen Loch, kommen die Neutrinos raus. Wenn die mit 30.000-facher Lichtgeschwindigkeit kommen, dann sind die in einem Jahr hier. Wenn die noch schneller sind, sind die vielleicht in einem Tag hier. Und die Frage ist natürlich, haben solche Konstellationen da irgendeinen Einfluss? Das sind natürlich erstmal offene Fragen. Aber es gibt Hinweise, dass solche Konstellationen, Sonnenfinsternis, Erdbeben, dass es was miteinander zu tun hat. Ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen. So, jetzt kommen wir doch mal dahin zu sagen, was machen wir denn jetzt mit unseren Neutrinos? Wir haben jetzt so ein bisschen was gelernt und haben einen Eindruck, was sind die günstigen Bedingungen, mit Neutrinos wechselzuwirken. Und wenn ich auf den Erdkern gucke, aha, ich habe da einen hohen Druck wahrscheinlich und ich habe tiefe Temperaturen, das haben wir jetzt nicht genau begründet. Es geht also nicht um hohe Temperaturen, sondern um tiefe Temperaturen. Erstmal komisch. Dann brauche ich in meinem Plasma hohe Frequenzen, aber die kriege ich resonant nicht hin. Aber ich komme ja, wenn ich schnelle Spannungsänderungen mache, dann habe ich da hohe Frequenzanteile drin. Ja? Und die schnellste Spannungsänderung, die ich machen kann, ist ein Kurzschluss. Ja? Sagen wir mal 100.000 Volt kurzschließen. Dann habe ich hohe Frequenzen. Technologisch läuft es hinaus auf solche Sachen wie kalte Fusion. Da müssen wir nochmal ganz neu drüber nachdenken. Sonolumineszenz, spannendes Thema, kann ich jetzt nicht drauf eingehen. Der gute alte Blitz ist wieder da, weil der Professor Mein jetzt behauptet, dass die Energie
des Erdkondensators für so eine starke Entladung für den Blitz gar nicht ausreicht. Der behauptet, da werden Neutrinos mit eingefangen, die das Ganze verstärken. Soll uns recht sein. Und das Spannendste eigentlich, Experiment, ist die sogenannte Railgun, da will ich noch kurz drauf eingehen. Die Schienenkanone. Und Sie erinnern sich vielleicht an SDI, Ronald Reagan, ja, Krieg der Sterne. Da wird viel Geld verbuddelt, kann man nicht sagen, im Weltall. Also die wollten im Weltall da irgendwie rumballern. Ja, und die wollten aber nicht irgendwelchen Treibstoffraketen mitnehmen und irgendwas. Und dann haben sie gesagt, ja, ich will aber irgendwen abschießen da oben. Und dann haben sie gesagt, okay, ich kenne ja aus der Schulphysik die Lorentzkraft. Das ist die Leiterschaukel, kennen wir aus dem Dings. Ja, ich habe ein Magnetfeld, ich habe einen Strom und das macht eine Kraft. Und die stehen senkrecht aufeinander und so weiter. Und mit dieser Kraft kann ich ja ein Projektil beschleunigen. Ja, und was, die wollten ja erstmal in, das ist so eine Anlage, die wollten ja erstmal in dem Weltall das machen. Also wie komme ich denn am Weltall da irgendwo an die Energie? Ich nehme mir Solarzellen und diesen Solarzellen lade ich Hochspannungskondensatoren auf. So peu à peu. Und dann mache ich damit einen Kurzschluss und beschleunige das Projektil. Kurzschluss, schneller Spannungssprung. Das sieht ja jetzt aus, haben wir da eine Wechselwirkung mit Neutrinos. Also es ist inzwischen, sind die weg vom Weltall und die wollen aber solche Kanonen jetzt in Schiffen bauen. Die sind jetzt so langsam tatsächlich einsatzbereit. Ja? Aber als sie angefangen damit zu experimentieren, ist denen das Ding ein ums andere Mal um die Ohren geflogen. Ja? Und die hatten in ihren Messungen einen Over-Unity-Effekt von 24.000. Schwer zu glauben. 24.000 mal mehr Energie rausbekommen als reingesteckt. Ja? Und der Professor Meil behauptet, das ist ein Einsammeln von Neutrinos. So, das heißt also, wenn diese Neutrino-Theorie irgendwie stimmt und wenn diese Messergebnisse stimmen, die die NASA mal für ein halbes Jahr ins Internet gestellt hat, ja, dann haben wir hier einen hochspannenden Neutrino-Konverter, den wir zivil nutzen müssen, natürlich. So, das sind jetzt mal so neuere Ergebnisse, ja, und ob die jetzt diesen Over-Unity-Effekt hier nutzen, das weiß ich nicht. Ich würde es aber fast annehmen und man sieht ja da an dem Rohr diese Plasma, da sieht man schon, das ist nicht nur mechanische Beschleunigung, sondern da passiert auch was Elektrisches. Gut, fassen wir nochmal zusammen. Wir wollen alles, was von der Sonne kommt, wollen wir technologisch nutzen. Photon, Proton, Neutrinos haben wir uns jetzt mal mit beschäftigt. Ein Satz noch zur Energieübertragungstechnik. Das können wir jetzt nicht mehr im Detail machen. Ich sage Ihnen bitte, merken Sie sich, Eindrahttechnik Tesla. So übertragen wir Energie in der Zukunft mit 100% Wirkungsgrad. Ja, dann müssen wir noch etwas weiteres tun, will ich jetzt auch nicht näher darauf eingehen. Wir müssen den Atommüll zurück in die Atomkraftwerke und wir müssen Technologien entwickeln, um den Atommüll unschädlich zu machen. Und diese Technologien, wenn ich jetzt besser verstanden habe nochmal, wie diese ganzen Vorgänge zusammenhängen, habe ich auch eine Chance, diese Technologien zu entwickeln. Heute wird es mit Neutronen versucht, ja, aber Neutrinos ist vielleicht nochmal eine andere Perspektive. Im Prinzip ist eigentlich alles möglich. Es ist immer nur eine Frage des Gefusst wie. Ja? Denken Sie an die Dampfmaschine oder so. Ist nur eine Frage des Gewusst wie. Ich muss es verstanden haben, kann ich es auch nachbauen. Die Lösung eines Problems merkt man am Verschwinden des Problems, sagt Ludwig Wittgenstein. Und das ist ein Kennzeichen einer intelligenten Problemlösung. Und hier wird auch nichts bekämpft oder gerettet. Ja, Sie können schon sehen, allein wenn jemand Ihnen sich hinstellt und Ihnen sagt, wir müssen Arbeitslosigkeit bekämpfen,
Wir müssen Schuldenkrise bekämpfen. Mit neuen Schulden. Dann wissen Sie schon von vornherein, was Sie davon zu halten haben. Es ist Quatsch, wenn ich ein Problem seit 30 Jahren habe und ich muss immer noch da irgendwie kämpfen, dann habe ich irgendwas nicht verstanden. Und wir wissen ja hier, wenn wir das mit dem Geldsystem richtig machen, gewusst wie, dann werden diese Probleme verschwinden. Ja, dann kann eine Schuldenkrise gar nicht erst auftreten. Wenn wir anfangen, etwas zu glauben, so nicht einen einzelnen Satz, sondern ein ganzes System von Sätzen, nicht einzelne Axiome leuchten mir ein, sondern ein System, worin sich Folgen und Prämissen gegenseitig stützen. Das Licht geht nach und nach über das Ganze auf. Ich hoffe natürlich, Ihnen ist auch das ein oder andere Licht hier aufgegangen. Und da sind Sie nochmal, meine vier Pioniere. Es gibt noch viele andere, die wir nicht geringschätzen wollen, aber die vier habe ich rausgesucht. Das sind meine Beautiful Minds. Und wenn Sie sich mal den ganzen Papierkorb hier angucken, was wir da alles reingetan haben, dann wissen Sie, diese vier haben nicht nur Anerkennung bekommen, sondern die haben auch richtig auf die Fresse bekommen. Und dreimal dürfen Sie raten, wer am meisten auf die Fresse bekommen hat. Kästner hat es immer schon gewusst, der Mensch, der in die Zukunft springt, der geht zugrunde. Und ob der Sprung missglückt, ob er gelingt, der Mensch, der springt, geht vor die Hunde. Wieso das so kommt, sagt uns nochmal der Meister Albert Einstein. Große Geister haben stets heftige Gegnerschaft in den Mittelmäßigen gefunden. Diese Letzteren können es nicht verstehen, wenn ein Mensch sich nicht gedankenlos ererbten Vorurteilen unterwirft, sondern ehrlich und mutig seine Intelligenz gebraucht und die Pflicht erfüllt, die Ergebnisse seines Denkens in klarer Form auszusprechen. Und um nichts anderes geht es. Und jetzt können Sie mal überlegen, was bleibt übrig? Was bleibt übrig von ehrlich und mutig und Intelligenz und Pflicht und Ergebnisse und Denken und Klarheit und Aussprechen? Was bleibt davon übrig, wenn Ihre Forschung von Drittmitteln abhängt? Beiß mir nicht in den Finger, schau, wohin er zeigt. Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Norbert.